Hey Lieben, willkommen zurück bei My Jugend Me. Wir spielen heute die Titelmelodie von Bibi Blocksberg. Bibi und Tina haben wir ja schon gespielt. Für die, die es noch nicht gefunden haben, pinne ich es euch hier oben noch einmal an. Und auch die Liebhaber von Benjamin Blümchen kamen bereits für ihre Kosten. Auch hierzu gibt es ein Tutorial. Aber das Lied von Bibi Blocksberg habe ich bis jetzt, Schande auf mein Haupt, immer vergessen, obwohl der liebe Patrick es sich gewünscht hat. Deswegen jagen wir es jetzt ganz schnell hinterher. Schauen wir uns die Akkorde einmal an, die wir für dieses Lied brauchen. Ich muss sagen, dafür, dass das nur, in Anführungsstrichen, die Titelmelodie eines Hörspiels ist, dafür ist das relativ gut bestückt. Also, wir brauchen ein C. Hierfür legen wir den Ringfinger in den dritten Mund der Ukulele unten auf die erste Saite. Wir brauchen ein A-Moll. Hierfür wandert der Mittelfinger in den zweiten Mund der Ukulele oben auf die vierte Saite. Wir brauchen ein D. Für das D sollen wir die Saiten 2, 3, 4 der Ukulele im zweiten Bund spielen. Das können wir mit Mittelring und kleinem Finger machen oder mit Zeigemittel und Ringfinger. Dann brauchen wir ein A. Für das A brauchen wir wieder den Mittelfinger im zweiten Mund der Ukulele oben auf der vierten Saite, wie fürs A-Moll. Aber, um aus dem A-Moll ein A zu machen, legen wir jetzt den Zeigefinger in den ersten Mund der Ukulele auf die dritte Saite dazu. Dann habt ihr ein A-Dur. Das ist A-Moll. Und A-Dur ist da. Dann brauchen wir ein G. Für das G wandern Zeige und Mittelfinger in den zweiten Mund der Ukulele. Der Zeigefinger liegt auf der dritten Saite, der Mittelfinger unten auf der ersten Saite und der Ringfinger kommt dazu in den zweiten, den dritten Bund der Ukulele auf die zweite Saite. Verdammt, Max. G. Dann brauchen wir noch ein Fis-Moll und das Fis-Moll ist vom G eigentlich ganz nett zu greifen. Ihr seid hier im G und wenn wir jetzt einen Bund hochrutschen und der Mittelfinger überspringt und wandert im zweiten Mund der Ukulele oben auf die vierte Saite, dann habt ihr ein Fis-Moll. Den Akkordwechsel vom G zum Fis-Moll ist auch genau das, was wir gleich in unserem Lied brauchen. Also für das Fis-Moll legt der Zeigefinger im ersten Mund der Ukulele auf der dritten Saite, Mittel- und Ringfinger liegen im zweiten Mund der Ukulele, der Mittelfinger oben auf der vierten Saite und der Ringfinger auf der dritten Saite. Nochmal den Wechsel von hier, ihr rutscht einen hoch und der Mittelfinger überspringt. Ich mag das sehr. Dann brauchen wir noch ein E-Moll, das ist unser Treppchen. Der Ringfinger liegt im vierten Mund der Ukulele auf der dritten Saite, der Mittelfinger liegt im dritten Mund der Ukulele auf der zweiten Saite und der Zeigefinger liegt im zweiten Mund der Ukulele auf der ersten Saite. Ein E-Moll. Und damit haben wir alles, was wir brauchen. Schauen wir uns die Akkorde-Reihenfolge einmal an. Wir haben im Prinzip drei Teile. Wir haben einmal den Refrain, dann haben wir einmal die Strophen und dann haben wir einmal, naja, das, was Bibi dazwischen singt oder spricht. Sie spricht ja eher, als dass sie singt. Schauen wir uns als erstes mal die Akkordreihenfolge des Refrains an. Es geht los mit einem ganzen Takt C, also vier Abschläge. Wir haben C, ein ganzer Takt D, jetzt nur zwei Abschläge, also ein halber Takt G, zwei Abschläge D und ein ganzer Takt E-Moll, vier Abschläge. Ein Takt A-Moll zu einem Takt D, ein halber Takt C, ein halber Takt D und ein ganzer Takt G. Dann wiederholt sich der Refrain, bei uns auch, so mehr oder weniger. Wir haben wieder einen Takt C, einen Takt D, zwei Abschläge G, zwei Abschläge D, zwei, nein, einen ganzen Takt E-Moll, einen ganzen Takt, vier Abschläge. Ein ganzer Takt A-Moll, ein ganzer Takt D,
halber Takt C, zwei Abschläge. Ein halber Takt D. Und ein ganzer Takt G. Dann haben wir die Strophen, die sind vergleichsweise kurz. Sie stellt so manchen Unsinn an, weil sie was Besonderes kann. Alle Leute fragen dann. Da haben wir zwei ganze Takte D. Also 1, 2. Zu einem Takt A. Und ein Takt G. Das wird original so wieder wiederholt. Also zwei Takte D. Zum A und zum G. Und hier sind wir jetzt, und jetzt sind wir in diesem Teil, den Bibi nur spricht, sprechgesangsmäßig. Wir brauchen zwei Takte Fis Moll. Einmal überspringen und los geht's. 1, 2. Müssen jetzt zum A, das Schöne ist, für das A müsst ihr nur den Ringfinger wegnehmen, jetzt seid ihr nämlich im A. Und zurück zum G, ein Takt. Auch das wird komplett wiederholt. Also wir überspringen wieder mit dem Mittelfinger zu zwei Takten fürs Moll. 1, 2, Ringfinger weg, wir haben ein A. Und wieder zum G. Dann könnt ihr wieder loslegen mit dem Refrain, mit den C, D, G, D, E-Moll. Nicht vergessen dürfen wir das Outro. Im Outro haben wir einen Takt C, einen Takt D, ein Takt C, ein Takt D, ein Takt C, zum D, zum C zwei Abschläge, zum D zwei Abschläge und ein ganzer Takt G. Als Schlagmuster könnt ihr natürlich das Ganze mit einfachen Abschlägen spielen. Ich würde mein Lieblingsschlagmuster nehmen, wobei wir aufpassen müssen, weil wir ja nicht jeden Akkord über einen ganzen Takt haben. Es sind ja immer wieder zwischendurch Akkorde, die wir nur über zwei Abschläge spielen, sprich über einen halben Takt. Und das werde ich dann so auch in mein Schlagmuster einbauen. Das heißt, mein Lieblingsschlagmuster ist ja tief, tief, hoch, hoch, tief, hoch. Da ist ein Durchgang und ein Takt beendet. Dann käme der nächste Takt mit tief, tief, hoch, hoch, tief, hoch. Und wenn ich jetzt nur halbe Takte habe, würde ich tief, tief, der eine Takt, tief, tief, der andere Takt und dann käme wieder ein ganzer Takt, tief, tief, hoch, hoch, tief, hoch. Habt ihr zum Beispiel im Refrain, klingt dann so. Tief, tief, hoch, hoch, tief, hoch, tief, tief, hoch. Hoch, tief, hoch, tief, 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 hoch, hoch, tief, hoch. Ansonsten könnt ihr Schlagmuster natürlich gerne so gestalten, wie ihr es schön findet. Kommen wir zum Play-Along mit dem Text, den Akkorden und dem Schlagmuster. Bibi Blocksberg, die kleine Hexe, kann so manches, wovon ihr träumt. Und sie wird euch immer helfen. Freund. Bibi Blocksberg, du kleine Hexe, komm und zeig uns, was du kannst. Wir mögen deine Schleiche, wie du hackst, wie du lachst, wie du tanzt. Sie stellt so manchen Unsinn an, weil sie was Besonderes kann. Alle Leute fragen dann, wer hat was hier ausgeheckt? Wer hat wen hier so erschreckt? Wisst ihr, wer dahinter steckt? Komm herbei, Kartoffelbrei. Die Leute sollen staunen sehen, wie wir fliegen und uns drehen. Komm und lass uns alle wiedersehen. Hex, Hex, ui, guck mal, das ist ein Engel.
Lieber Patrick, besser spät als nie. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit diesem Lied. Schaut in meine Kinderlieder-Playlist, da findet ihr noch ganz, ganz viele Sachen mehr für die Kurzen und Kleinen unter uns. Und ansonsten habe ich wie immer rechts und links noch ein Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.